Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Phoenix Rising. Wir haben in der letzten Folge ein Relikt-Pokémon erhalten, und zwar ist das hier. Das scheint eine ganz besondere Art von Pokémon zu sein, und das hier mag uns. Und es ist ein Tentacha, und ich weiß nicht, ob ich es mag, aber es wird schon cool sein. Ich kann euch das gerne eben zeigen. Das hier ist das Relikt-Pokémon. Das ist sehr cool. Aber es ist ein Tentacha. Naja. Wir schauen mal, wie stark es ist. Und ich bin schon gespannt, was es noch so für Relikt-Pokémon gibt. Weil es wird sicher noch eine Menge davon geben. So, aber... Vielleicht ist... Ach, wir können erstmal gucken, ob wir neue Tränke und sowas kaufen können. Ich weiß gar nicht, ob ich genug habe. Deswegen gucken wir mal eben. Und dann gucken wir, ob die Brücke wieder offen ist. Kaufen wir davon mal drei neue... Schutz haben wir auch noch. Was ist ein Travel Pack? Ach, okay. Damit kann ich wohl Schnellreise machen. Auch interessant. Gut. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Wald und schauen, ob die Brücke schon fertig ist. Es regnet. Es hat schon letztes Mal geregnet. Ich darf diesmal über die Brücke drüber gehen. Wow. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Was uns noch so erwartet hier. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Das kann auch nicht wirklich was gegen das Pokémon. Wir rennen dann mal weg. Schauen wir mal, ob wir ja Trainer finden. Weil gegen die lohnt es sich eher, Pokémon auszuwechseln. Willst du nicht kämpfen? Aha. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Oh, sind hier viele Trainer. Ja, es ist unheimlich in dem Wald. Kann ich durchaus verstehen. So, oh süß. Was kannst du, Aquachat? Du bist Typ Psycho. Wir wechseln dich da mal aus, ne? Wenn das okay für dich ist. Hier, das muss... Aber wobei, es ist ja... Ach man, das ist ja Kampf. Mist, das andere ist ja Flug. Das ist so dumm. Das ist fies. Ich habe nur drüber nachgedacht, dass das ja auch Typ Unlicht ist. Oh. Man sollte den Doppeltyp nicht vergessen. Aber es hat anscheinend keine Flugattacke. Zumindest hat es keine eingesetzt. Finde ich nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Wie schön, dass es keine Statusveränderungen mehr gibt. Das war mir wichtig. Ach, es hat doch eine Flugattacke, aber es setzt sie anscheinend nicht gegen Kampf-Pokémon ein, sondern nur gegen Normal-Pokémon. Okay. Tropius. Wir wechseln mal eben wieder, der hier jetzt 5 Level hinterherhängt oder sowas in die Richtung. Tropius, hi. Wie geht's dir so? Keine Sorge, wir lassen dich da nicht drin. Hab keine Angst, ich rette dich. Ich rette dich vor dem gemeinen Pflanzendino. Was hier, Blatt? Schön. Feuerzahn. Ich hätte vielleicht mal heilen gehen sollen. Warum trifft denn Feuerzahn nie? Das ist doch nicht normal. Denk mal über deine Arbeitsmoral nach, Baloui. Boah, macht das wenig Schaden? Okay. Wahrscheinlich ist seine physische Verteidigung einfach so gut. Dann greifen wir mal hier speziell an. Vielleicht macht das ja besser Schaden. Nein, das war ein Crit. Aber es brennt. Okay. Meinst du, du kriegst das down? Weil ich glaube, auch du wirst einen Schlag von dem Ding nicht überleben. Ich hoffe, eine Vakuumwelle reicht. Ich fürchte aber nicht. Oh, wow. Das hat noch weniger Schaden gemacht als gedacht. Okay. Ich möchte ja nur die XP für irgendein Pokémon, das wenig XP hat. Deswegen habe ich da nicht Miltank oder so eingewechselt. Oh, es ist schneller. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Aber es hat kein Rasierblatt eingesetzt, was irgendwie ganz schön doof ist. Naja. Das gibt definitiv ein Level Up. Das gibt sogar 2 Level Up. Okay. Deine Pokémon. Oh nein, fies.
Ich muss jetzt heilen gehen. Ich bin diejenige, die darunter leidet, dass ich gegen dich gekämpft habe. Ne? Denk mal drüber nach. Es regnet. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen dann mal. Ich muss nämlich ganz dringend heilen gehen. Da die Hälfte von meinem Team irgendwie K.O. ist. Wo ist denn das Pokémon Center? Hier. Ich bin vorbeigelaufen. Auch gut. So macht man das. Hallo, einmal heilen. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Ich finde, das Relikt-Pokémon passt sehr schön in unser Team. Kriegt man da eigentlich ein anderes Relikt-Pokémon, wenn man einen anderen Starter nimmt? Oder ist das immer dasselbe? Ich weiß es nicht. Aber ist eine interessante Frage, ne? Vielleicht gibt es da auch drei verschiedene und je nach Starter... Oh, es ruckelt schon wieder. Man merkt wieder, dass das die zweite Folge ist, die ich aufnehme. Dass ich nicht eine nur aufnehme. Das ist ein bisschen traurig. Länger als so 20 Minuten kann man das nicht offen haben. Dann fängt es irgendwie an, Performance-Probleme zu haben. Aber das Problem ist komplett weg, wenn man das Spiel einmal schließt und nochmal neu startet. Dann ist alles kein Problem. Das kann ich jetzt aber leider nicht mitten in der Aufnahme machen. So, du bist dran. Bitte nicht gleich vergiften. Ich war gerade heil. Oh. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Es ist so traurig. Und jetzt wird er mit Feuerzahn nicht treffen, weil er immer nicht trifft mit Feuerzahn. Oh, Mann. Oh, er hat getroffen. Unglaublich. Wow. Ach, Mann. Wie kann man denn so ein Pech haben? Hm? Das ist doch nicht normal, oder? Das kann doch nicht normal sein. Ich habe eine Beere dagegen. Oh nein, das ist. Das ist ein Witz, oder? Das wird jetzt wieder nicht reichen, oder? Und auch. Aber dafür geht das jetzt an der Vergiftung drauf. Oh schön, das hat die XP bekommen. Oh, ist es nicht. Wow. Es hat überlebt. Unglaublich. Ich bin beeindruckt. Oder so. Süß. Gibt es die hier? Gibt es die hier zu fangen? Kann ich eins haben? Ich habe halt nichts gegen Drachen. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Schutz. Das kann Schutz einsetzen. Wie schön. Tritt einmal drauf, Miltank. Und jetzt noch ein Tackle. Zum Abschluss. Danke. Oh, du konntest ohne deine Brille nichts sehen. Deswegen hast du verloren. Fies. Hey, guck, jetzt muss ich nicht die Vergiftung heilen. Ist das nicht schön? Wo ist denn mein Trank? Du bekommst nämlich einen Trank. Oh, Tränke sind schon wieder fast nicht mehr genug bei dem Level. Was gibt es hier denn Schönes noch im Wald? Okay. Ja, das ist ein tolles Pokémon. Mhm. Mhm. Dich werde ich unbedingt fangen. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oder geht's runter? Ach du meine Güte, ist das riesig. Er hat nicht übertrieben, als er sagte, dass wir... Willst du nicht kämpfen? Oh, du hast mich noch nicht gesehen. Go! Ja. Go. Oh, du bist so klein, man hat dich kaum gesehen. Okay. Eigentlich. Süß. Seine stärkste Attacke ist Tackle, ehrlich? Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Von wegen seine stärkste Attacke ist Tackle. Könnte man da bitte auch noch Schwächen reinrechnen? Tackle. Oh Mann. Fies. Wie viel Schaden macht das?
Oh nein, warte. Ja, wie viel Schaden macht das? 5. No, ich dachte schon, es geht daneben, weil es so lange geladen hat. Ich wollte mich schon beschweren. Alles gut. Das Ding macht uns fertig. Crit es, dann ist es weg. Oder auch nicht. Toll. Okay. Das ist jetzt weniger gut gelaufen, würde ich sagen. Du kriegst eine Vakuumwelle ins Gesicht. Ah. Das war fies. So kriegen wir das doch nie besiegt. Also Knilts sind so am Anfang echt das Schlimmste, was einem überhaupt begegnen kann. Okay, weißt du was? Genug. Jetzt kommt mein stärkstes Pokémon. Das macht dich fertig. Miltank. Hör auf, Tackle einzusetzen. Tritt drauf, Miltank. Critted. Oh, Miltank war aber echt aggressiv drauf. Sehr gut. Nein. Das geschieht dir ganz recht, Freundchen. Oh, da kann man bestimmt irgendwann rüber, wenn man Surfer hat. Und cool ist. Habe ich aber nicht. Du, hast du die Brücke durchgeschnitten, Freundchen? Ja. Okay. Es ist ein Pokémon. Das Pokémon hat angegriffen. Ah! Du hast die Brücke durchgeschnitten. Du. Du bist gemein. Oh shit. Eigentlich wollte ich das ja fangen, aber jetzt wird es langsam an der Vergiftung draufgehen. Das ist super. Danke dafür. Wie viele Pokébälle habe ich? Okay, wir schauen mal, wie viele Pokébälle ich habe. Aha. Okay. Ein Liebesball. Oh, es zoomt drauf. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Es ist einfach direkt drin geblieben. Das arme Sichlo in dem pinken Ball. Oh nein. Okay. Ei. Ja gut. Schauen wir mal, was auf meiner Namensliste als nächstes steht. Ah, okay. Oh, es ist vergiftet. Schön, dass man das hier auch sieht. Da sieht man, was ich meinem zukünftigen Pokémon angetan habe. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ach man, man kann nicht rüberspringen. Also, doch, kann man. Hä? Nee, ich komme nicht rüber. Fies. Was ist mit der Musik passiert? So. Mal den Namen aus der Liste löschen. Okay. Herzlich willkommen anscheinend im Team. Ah, du hast dich um den Zerstörer der Brücke gekümmert. Auch wenn es mir für das arme Pokémon leid tut, wir sind da wahrscheinlich in sein Territorium eingedrungen. Aber manche Pokémon brauchen Führung. Egal, ob es das den Kampf verloren hat oder gefangen wurde bei einem Trainer. Es ist eine Erfahrung. Ich würde sagen, Sichlor hat eine Menge heute gelernt und es wird davon profitieren. Gut gemacht. Okay. Danke. Krieg ich dafür ein Abzeichen? Das wäre cool. Das Brückenzerstörer-Fangabzeichen. Wir laufen jetzt erstmal zurück und gehen heilen, weil ihr seht, irgendjemand ist vergiftet. Ja, ja. Hier komme ich erst hoch. Okay. Gut, dass ich unten lang gelaufen bin, sonst hätten wir vielleicht das Sichlor nicht gefunden.
Ich habe die Brücke, die Treppe nämlich zuerst tatsächlich nicht gesehen, die nach unten führt. Ich habe die wirklich nicht gesehen. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde aber sagen, okay, wir beenden hier die heutige Folge. Wenn ihr wissen möchtet, wie es so storytechnisch weitergeht, dann schaltet gerne morgen wieder ein. Bis dann, macht es gut und tschüss.